Suchtgefahr Computerspiele? Was macht den Reiz von Computerspielen aus und ab wann ist der Konsum von Videogames nicht mehr im grünen Bereich? Diese und weitere Punkte greift Peter Eberle vom Institut Suchtprävention in unserem Format Shortcut auf. Fit fürs Wählen. Nicht nur wegen der bevorstehenden Wahlen ist ein gewisses Verständnis in politischer Bildung unverzichtbar. Mit der interaktiven und überparteilichen Plattform www.fitfürswählen.at will man die Jung- und Erstwähler ansprechen und Lust aufs Wählen machen. Und Begeisterung wecken. Bei der zweiten Auflage des Girls Day Mini sind heuer bereits über 100 Kinder im Vilius in Wels gewesen. Ziel ist es, die Kleinsten schon früh für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern und den Forscherdrang zu wecken. An den verschiedenen Experimentierstationen, bei denen die kleinen Forscher auch selber mit anpacken durften, ist das sichtlich gelungen.